Hallihallo, moin, moin. Ja, ich habe was ganz Tolles für euch, ein schönes Event, da möchte ich euch ganz gerne einladen bzw. euch informieren. Und zwar wart ihr schon mal im Park der Gärten in Bad Zwischenahn. Ist wunderschön da und ich bin da gebucht und zwar am 8. Juli bin ich dort und mache zwei kleine Bühnenshows, also 30, 40 Minuten, einmal um 12 Uhr und einmal um 15 Uhr und zeige alles so rund um die Hortensie, so was man mit der Hortensie machen kann, wie man die dekorieren kann, so kleine Sträußchen, so Kränze oder wie man die arrangiert und pflanzt und ich habe auch gleich noch eine kleine Deko-Idee schon mal vorab für euch. Und den ganzen Tag geht es eigentlich um Hortensien-Erlebnisse, weil wir haben das jetzt schon ein, zwei gemacht, dieses Event gemacht und haben mega Erfolg da. Also die Leute lieben Hortensien, die wollen wissen, wie gestalte ich die im Garten und das ist auch echt eine tolle Blume. Und deswegen haben wir gedacht, hey, das gefällt mir, da mache ich mit, das finde ich super, da bin ich gerne dabei und ich würde mich freuen, wenn ihr auch mich besuchen kommt oder den Park der Gärten euch dann im Anschluss anschaut. Also gibt es ganz viele Informationen. Ich glaube, 9.30 Uhr geht es los bis 18 Uhr. Ihr könnt ja mal auf der Homepage gucken, wo das genau in Bad Zwischenahn ist. Und dann könnt ihr da den ganzen Nachmittag schön chillen im Garten oder wir trinken einen kleinen Prosecco zusammen. Obwohl, Prosecco mache ich eigentlich gar nicht. Ein Weißweinschörlchen oder sowas. Irgendwie oder wir schnacken ein bisschen und ihr sitzt da schön in der. Da kann man dann im Schatten sitzen und ja. Die Irene Busch erzählt euch da ein bisschen was irgendwie. Mal sehen, das wird bestimmt lustig. Und ja, jetzt bekommt ihr noch ein paar Stimmungsbilder mit Hortensien und Blumen, weil es ja der Park der Gärten ist, ne? Bad Zwischenahn. Und 8. Juli. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. So, und jetzt mache ich noch mal eben schnell eine kleine Idee für euch. Ich liebe Hortensien und ganz besonders diese ganz kleinen, blütigen, blumigen, blühenden, kann man das so sagen? Also mit einer Mini-Blüte auf jeden Fall. Das ist die Magical. Also ich sag, it's magic, wirklich. Das ist eine neue, tolle Sorte, die super haltbar ist. Und ich hau da jetzt mal bewusst ein bisschen drauf, damit ihr seht, wie fest die auch ist. Die ist richtig kompakt. Die stecke ich jetzt einfach nur hier in Frischblumensteckmasse rein. Mal hier, da, Frischblumensteckmasse und richtig schön tief hier reinsetzen und die Kombination, die ich gewählt habe, wer mich ja verfolgt, so ein bisschen beim NDR Fernsehen, ich habe in der Sendung Mein Nachmittag das schon kurz vorgeführt, die Kombination mit sukkulenten Speckpflanzen. Ich möchte gerne Kombinationen schaffen, die spannungsreich sind und die auch top aktuell sind. Wenn ich jetzt heiraten würde, dann würde ich genau diese Kombination wählen und zwar diese Sukkulenten mit den Hortensien, bisschen Currykraut, so diese blau-rosé, ja, grau bemehlten Töne. Und für einen Laien ist es immer etwas schwierig, das auseinanderzuhalten. Deswegen zeige ich euch das jetzt mal. Diese Sukkulenten hier, die gibt es jetzt im Schnitt und nicht nur im Topf. Ihr kennt die als Topfpflanze und im Schnitt sind die einfach nur so abgetrennt und jetzt kann man da ganz toll floral mit arbeiten und die einfach in diese Körbe so dazusetzen und dann hat man halt auch mal so einen rosa Rand oder hier sieht man auch diese ganz blassen Töne, die so mehlig sind. Im Vergleich dazu mal eine Hauswurzpflanze, die ja für den Outdoor-Bereich geeignet ist. Die ist insgesamt vom Blatt, ich meine, die haben hier auch kleine Spitzen, aber man sieht schon den Unterschied. Von der Farbwelt ist das mehr so Weinrot-Grüntöne, während bei den Pflanzen, die für drinnen geeignet sind, eher so der Grauton vorherrscht. Deswegen ist es so super toll, dass man eben das auch toll miteinander kombinieren kann. Aber hier seht ihr wirklich, ich halte das mal so nebeneinander, ne, den Unterschied. Outdoor, Indoor, Hauswurz, sukkulente Speckpflanze für drinnen. Ups! So, und kombinieren tue ich das Ganze mit ein bisschen Currykraut, einfach zum einen wegen dem Geruch und zum anderen natürlich auch wieder für den Grauton und weil das Ganze das auflockert, das bringt sommerlichen Flair, das hat so ein bisschen, so bringt Höhe und Tiefe rein, hat einen filigranen Touch und ich kombiniere dann auch noch natürlich Schnecken, Muscheln, das ist ein tolles Füllmaterial, die sind natürlich auch bemehlt. Ich habe ja keine 0815 Sachen dabei. Nein, alles so richtig schöne Geschichten, die so ein bisschen angekalkt sind. Und was passt natürlich dazu? Auch das hier ist zum Beispiel so eine ganz schöne rankelige Crassula C, eine Speckpflanze mit kleinen gelben Stellen, so die dann so verlaufen sind. Ihr könnt aber auch durchaus vom Hauswurz die ganzen kleinen Seitentriebe nehmen. Und die dann in die ins Mosi stecken, in die Steckmasse, in die Frischblumensteckmasse. Auch das ist möglich. Und schon habt ihr ein richtig
schönes Arrangement. Das Ganze könnte eine Tischdekoration sein, ob das jetzt ein rundes für einen runden Tisch oder ob man das Ganze länglich gestaltet. Und ich werde natürlich auch tolle Kränze machen mit Hortensien und Sträuße. Und ich zeige euch jetzt gleich noch ein Pflanzgefäß. Und ja, also das hier, das ist so, das macht richtig Spaß zu gestalten. Das ist so richtig mein Highlight im Moment mit den Schnecken, die Kombination. Das ist sommerlich, leicht. Kann dann, passt da noch so eine Taubenfeder rein? Ich glaube, das sieht ganz lässig aus. Das kann man ruhig machen. Habe ich gerade eben gefunden. Ist mir so zugeweht. So, wir gehen jetzt mal, ich heb das mal ein bisschen hoch in die Sonne. So eine schöne Sache gestalte ich dann am 8. Juli im Park der Gärten in Bad Zwischenahn. Ja, jetzt habe ich hier noch so ein schönes Gefäß von meiner Mutti. So ein Silbergefäß. Da habe ich jetzt erstmal diesen Plastikeinsatz eingesetzt. Und da möchte ich jetzt noch ein bisschen zwei, drei Pflanzen, eine Hortensie und vielleicht einen weißblühenden Lavendel. Der ist ja auch so grau. Und wie das gleich aussieht, zeige ich euch gleich. So, das ist jetzt ein Mix, wie ich ihn mal für meine Mutti gestaltet habe, der mir sehr gut gefällt. Und zwar ist das auch wieder diese tolle rosa Hortensie, die so ein bisschen hier schon so vergrünt. Dann diese sukkulente Crassula. Ein bisschen Currykraut, das dann auch noch ein bisschen leicht gelbgrün blüht. Und das ist ein weißblühender Lavendel. Natürlich geht das Ganze auch in hellblau, mit einer hellblauen Hortensie. Aber so diese zarten Farben, und das wäre jetzt so mein Mix, wie ich mir das gestalten würde, in einem edlen Gefäß. Und das möchte ich euch einfach zeigen an diesem Tag. Ich möchte euch zeigen, wie kann man Hortensien modern gestalten. Natürlich sieht sie immer gut aus, wenn sie klassisch irgendwie ganz schlicht und pur in so einem tollen Betongefäß ist oder sowas. Aber nicht jeder hat so viel Platz oder hat diesen Style, und ich versuche das Ganze so ein bisschen so zu zeigen. Wer Hortensien liebt, bekommt bestimmt die ein oder andere Idee mit. Und vor allem, ich bin ja nicht alleine da, es sind auch ganz viele andere Referenten, die dann irgendwie über Pflege schnacken, ein bisschen Pflegetipps geben, die dann, also, ne, so Gärtner, das wird bestimmt interessant. Ich lasse mich auch überraschen, ich bin zum ersten Mal dabei, und ja, wir sehen uns. Bis dann, ciao.